Jo, schönen guten Tag, der Ehre ist wieder da. Wir spielen Kingdom Come Deliverance und heute ist es soweit. Ich habe jetzt gerade den Apfelschimmel geholt und es ist Mittag. Wir sind in Tallenberg. Alles ist bereit. Das heißt, jetzt geht's los. Das große Rennen mag beginnen. So. Mit wem muss ich jetzt reden, damit das losgeht hier? Mit Divish kann ich nicht reden. Das sind die ganzen Konkurrenten, würde ich behaupten. Kann man die niederschlagen? So, jetzt ist es Mittag. Jetzt habe ich gewartet. Und? Hahaha. Euch alle zum großen Tallenberger Pferderennen willkommen, bei dem die besten Reiter. Oh, er heißt uns alle willkommen und dann geht's direkt los. Das ist doch schön, das Rennen. So, das muss ich jetzt erstmal auf die Karte packen. Das ist blau. Also Punkt 1. Sprich mit Herrn Divish. Ja. Was willst du hier? Also das Rennen. Du bist zu... Könnte ich nicht... Nein? Hä? Moment. Hä? Ich verstehe es nicht. Du bist zu spät. Ich bin nie zu spät. Ich sitze hier und warte. Willkommen. Ich heiße euch alle zum großen Tallenberger Pferderennen willkommen. Bei dem die besten Reiter und Gestüte der Gegend um den ersten Platz kämpfen. Das Schicksal und Glück verhelfen heute niemandem zum Sieg. Nur Pferdeverständnis, Landschaftskenntnis. Was willst du hier? Du bist zu... Könnte ich nicht... Nein? Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Jetzt muss ich tatsächlich nochmal schnell hier zurückspulen. Das ist doch bekloppt. Verstehe ich halt wieder nicht. Bin ich wieder zu dumm für. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert. Warum er mir jetzt auf einmal sagt, ich hätte verloren. Dann brauche ich es auch nicht speichern. So, hier haben wir gepennt. So. Wir machen wieder mal die Truhe auf. So, Dolch der alten Dirne, den habe ich auch noch. Ne, dann müssen wir den nochmal abgeben. Na super. Also tut mir leid, das war jetzt wieder mal 0 Punkte. Ist das dein... Hat man alles schon... Eine... Wäre... Ich mach... Mach's gut. Okay. Okay, dann können wir jetzt erstmal... die Dirne rausnehmen und das mache ich rein. Und dann reiten wir so schnell wir können nach Tallenberg. Ich verstehe es halt manchmal nicht. Manche Sachen kapiere ich halt einfach nicht. Ein Wanderer. Da müssen wir nochmal schnell mit dem Wanderer reden. Oh, ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Also insofern mal schauen. Ob das jetzt hier irgendwie funktioniert, das ist doch jetzt echt so ein bisschen seltsam. Wo ist er denn, der Wanderer? Hier drüben. Hi, Kollege. Was gibt es? Ich habe ein Angebot für dich. Eine Wette. Eine Wette. Ich höre. Ein kleiner freundschaftlicher Kampf. Nur wir beide. Okay. Wer bist du überhaupt? Und was machst du? Händler heuern mich zum Schutz an. Mehr brauchst du okay. nicht zu wissen. Okay, na dann kämpfen wir mal. Also, kämpfen wir? Gut, warum nicht? Na los. Sehr gut. Ich nehme an, du hast Münzen dabei? Jawohl. Ja, habe ich. Gut, los geht's. Was machen wir denn? Aber. Ja.
Der Typ ist gut. Die sind alle immer so viel schneller als ich. Das ist halt mein Problem. Gibst du schon auf? Boah, Alter! Was machst denn du? Kurva fix! Muss er jetzt weinen? Verdammt! Die sind immer alle so viel schneller als ich. Na, dann gehe ich mal ein bisschen rein in die Mutti. Mist. Ich muss rangehen an den Mann. Aber Glück gehört eben dazu. Nimm deinen Preis und geh. Sehr gut, siehste. Das war gut. So, jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich meine ganze Rüstung kaputt gemacht. Naja. Ja, geht noch. Sehr gut. Nimm deinen Preis und geh. Sehr gut. Muss ich aber jetzt wirklich mal ein bisschen Gas geben hier. Dass ich nie wieder zu spät komme. Boah, siehste? Und schon sind wieder 7 Minuten rum für irgendwas. Dieses Spiel frisst mein Leben. Das frisst meine gesamte Lebenszeit einfach langsam auf. Ich weiß nicht, ob das Quest begonnen, Thallenberger Pferderennen. Warte nochmal ab. Ich will da noch gerne... Ja, warte auf Herrn Divitsch. Ich muss erstmal das Pferd holen, bitte. Ich kann ohne den Soje-Pferdeschimmel kann ich gar nichts machen. Das ist... Ich muss erstmal den Pferdeschimmel holen hier, den Apfelschimmel. So, sonst wird gar nichts. Ich muss ja mit dem Ding mitmachen. So. Aufsitzen. Ausreiten. Oh! Pass auf, was du da treibst. Hier gehen Leute. Jetzt bin ich vom Pferd gefallen. Na, ich bin ja der richtige Mann für so einen Pferderennen. Eieieiei. So. Na gut, ich bin der beste Reiter der Welt. So. Willkommen, Heinrich. Na oben! Pass doch auf, du Flegel! Du hättest mich fast umgebracht! Also ich kann mit ihm auch nicht reden. So, jetzt ist die Frage. Wo ich hin muss. Aber jetzt ist halt... Tja, jetzt warte ich hier und dann... Wollen wir die Zeit so ein bisschen gern Mittag laufen lassen? Dann schauen wir mal. Ach, jetzt regnet es auch noch. Wie geht es dir, Heinrich? Das ist bescheuert.
Noch ein bisschen warten. Es geht bestimmt Punkt 12 los. Ja. Willkommen. Ich heiße euch alle zum großen Tallenberger Pferderennen willkommen, bei dem die besten Reiter und Gestüte der Gegend um den ersten Platz kämpfen. Das Schicksal und Glück verhelfen heute niemandem zum Sieg. Nur Pferdeverständnis, Landschaftskenntnis und ein scharfer Verstand. Uschitze, Moment, ich guck mal. Macht euch bereit, ich bin bereit. Fertig! Los! Hallo, ja. Noch. Ach, Herr Jemine. So. Reiten wir mal nach Uschitze. Die Frage ist, wo finde ich das Band in Uschitze? Geh mir aus der Sonne, Junge! Muss man das Pferd sich ein bisschen erholen lassen? Das ist auch geil. Bei denen, die Pferde müssen sich nicht erholen, oder was? Die können durchziehen. Wo muss ich denn hin in Uschitze? Merhojet. Moment, Merhojet. Die Frage ist, das ist hier unten. Ach Gott, da vorne, der ist schon weg. Ich muss also quasi nur dran vorbeireiten. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen mehr Querfeld einreiten. Wobei vielleicht als Taktik das gar nicht so schlecht ist, den Typen hier hinterher zu reiten, die wissen, wo sie hin müssen. Komm, erhol dich, meine Gute. So, und jetzt mache ich einmal quer durch die Wicken. Ich weiß, das wird jetzt wieder scheiße, aber ich kann es auch nicht ändern. Ich kann es auch nicht ändern. Komm. Wenn ich hier so freie Wiesen und Felder vor mir habe. Die Frage ist halt, wo in Merhojet finde ich dieses Ding? Ab jetzt gucke ich hier wieder völlig sinnfrei und sinnentleert durch die Gegend. Ich muss hier rüber. So. Oh je, ich reite den übelsten Umweg. Komm, Pferd, lauf. Lauf, Gaul, lauf.
ist halt die Frage. Man kann natürlich so einige Büsche kann man durchreiten und bei anderen ist halt direkt vorbei. So, jetzt ist die Frage, wo bin ich jetzt? An welcher Position bin ich? So, jetzt bin ich hier in Merhoyet, oder? Ach, wo muss ich jetzt hin? Wo ist das Ding? Oh, jetzt fehlt hier ganz viel. Ach, Leute. Oh, und jetzt kommt natürlich ein Ladebildschirm. Oh, Leute, das ist doch zum Heulen. Das. Hallo! Ey, das nervt. Das ist doch bescheuert. So, wo muss ich hin? Und warum hast du eigentlich die Quest jetzt rausgenommen? Sammelsband Mühle Merhoyet. Okay, Mühle. Oh, das ist zum Heulen. Was? Oh, ich hab die Schnauze voll. Das geht mir auf den Sack. Hier ist das Gestüt. Schleifstein. Naja, die Nummer kann ich direkt vergessen. Die Nummer kann ich vergessen, weil ich nicht weiß, wo die Mühle in Merhoyet ist. Also ich würde sie ja an den Fluss stellen. Ja. Ach. Ne. Also Leute. Das müssen wir nochmal machen. Das bringt so nichts. Ich muss das anders machen. Ich muss den anderen hinterher reiten und dann muss ich es auf den letzten Metern abhängen. Das ist tatsächlich. Ich finde hier nichts. Ich finde hier einfach nichts. So, hoffentlich geht das jetzt. Stand er da jetzt gespeichert. Also tut mir leid. Willkommen, bei dem die besten Reiter und Gestüte der Gegend um den ersten Platz kämpfen. Ach, und die dürfen schon losreiten. Wir helfen heute niemandem zum Sieg. Nur Pferdeverständnis, Landschaftskenntnis und ein scharfer Verstand. Aber genug der Worte. Werte Teilnehmer, macht euch bereit. Warum dürfen die ihn schon losreiten? Fertig. Los. Jetzt machen sie aber hier einen Spazierritt. Warum machen die denn jetzt einen Spazierritt? Also macht es ja auch keinen Sinn. Oh, was ist denn jetzt wieder kaputt? Jetzt reiten sie nicht mehr richtig mit. Na super. Jetzt wird es eher ein Ausflug. Oh, weißt du, ich habe das doch jetzt nur noch mal geladen, weil diese verschissenen Texturen kaputt waren und ich einfach nichts gesehen habe. Oh, Leute. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, gut, ich will jetzt mal nicht böse sein, dann mache ich das halt jetzt so. Der tote Baum von Uschitze. Na, dann fangen wir mal an. Mal schauen. Vielleicht rennen die ab dann noch wieder. Das ist ja bekloppt. Dann brauchst du gar keinen Spielstand erstellen, wenn der dann an der Stelle direkt verbuggt ist. Also das ist echt.
mir so richtig gelungen, wenn ich ehrlich bin. So, davon ist Uschitze. Muss ich mir das mal angucken, wie das Ding aussieht. So, das war irgendwo hier von. Wo war das? Hier war das, ne? Genau, so sieht das aus. So, jetzt muss ich nach Merhuyet. Die Frage ist, wo ist in Merhuyet der Krämer? Merhuyet. Wo ist hier die Mühle? Können wir erstmal hier hinreiten. Natürlich jetzt auch blöd, wenn keiner mehr mitmacht, aber ich habe jetzt auch keinen anderen Spielstand. Ich will jetzt nicht nochmal bei der Dunne anfangen, Mädels. Das finde ich gerade schon wieder höchst eigenartig. Na gut, da können wir uns das ja mal in Ruhe angucken. Dann machen wir jetzt die Chili-Mini-Abteilung, auch wenn das jetzt so ein bisschen sich wie Cheating anfühlt, aber das war gar nicht meine Intention tatsächlich. Ich wollte tatsächlich einfach nur nochmal die Texturen, den Texturen eine Chance zum Laden geben. So. Guck mal, da kommen sie erst. Das ist doch bescheuert. Leute, gebt doch mal jetzt Gas. Das ist wirklich bekloppt. Jetzt reiten sie hier im Kindergartentempo. Das ist bekloppt. Da können wir unterwegs noch jagen gehen. Na gut, da habe ich aber wenigstens Zeit, um die Mühle von Merhuyet zu finden. Wahrscheinlich bei meinen Navigationsskills ist es jetzt gerade mal so ein bisschen fair und ausgeglichen. Tallenberg. Ah, da oben ist eine Mühle auf jeden Fall. Da leiert eine Windmühle, guck mal. Das scheint aber nicht die zu sein, wo ich hin möchte. Oder? Probieren wir es mal. Nee, die ist zu weit. Wobei, warte mal. Wo bin ich denn jetzt auf der Karte? Ja, das Schöne ist, jetzt wird so ein Rennen halt zu so einer kleinen Sonntagsreise. Nee, die Mühle ist hier. Das ist... Na, vorbei, warte mal. Das könnte sein. Am Ende bin ich mit Merhuyet einfach falsch. Moment. Am Ende ist die das. Moment, Augenblick, ich prüfe. Ich reite dort jetzt einfach mal hin. So, jetzt lassen wir sich das Pferdchen mal erholen. Aber das ist bescheuert. Warum findet das Rennen jetzt quasi nicht mehr wirklich statt? Warum macht ihr nicht mehr mit? So. Aber das ist schon eine Mühle in der Nähe von Merhuyet. Warte mal. Ah, da hängt doch das Banner. Na, da hätte ich noch 5 Jahre dort durch den Ort geistern können. Das hätte ich nie hingekriegt. Also insofern, ich hätte so und so nochmal laden müssen. Ah, ist doch. So, da kommt doch keiner. Ne, das ist. Doch, da ist es. Hier. Ja. Wo muss ich denn hin? Das ist ja einfach. Also ich sag mal so.
Wenn das erste Rennen weitergelaufen wäre, das hätte ich nie hingekriegt. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass die Mühle hier drüben ist. Ja, da war es wieder Ära und sein Navi. Und dann ist es vielleicht ein nett gemeinter Ratschlag des Spiels, um mir den Arsch zu retten, reiten die Gegner jetzt einfach nicht mit, weil die Mitleid haben und wissen, dass ich eigentlich so viele gute Dinge tue. Die haben sich das schon, also die wollen ja eigentlich auch, dass der Sora wieder gut geht in Neuhof. Und deswegen haben die beschlossen, die lassen mich jetzt gewinnen. Das ist äußerst ritterlich und anständig von den Jungs. Das muss man mal so festhalten. Hat nichts mit Cheaten zu tun, sondern das Spiel hat einfach erkannt, was für ein geiler Typ ich bin. So, das ist einfach Einsatz meiner Persönlichkeit. So, da vorne ist der Steinbruch. Das läuft. Aber jetzt habe ich's. Also das ist Fakt, dass ich jetzt wahrscheinlich jetzt vielleicht auch so hingekriegt. Da steht das Bändel. Ja, die Frage ist, wo muss ich hin? Zurück nach Timeberg. Und das schaffe ich. Tja. Alter Verwalter. Das war jetzt gar nicht so großartig. Aber na klar, wenn die anderen nicht mitreiten, ist halt auch schwierig. Aber sollte ich es mal wieder durchspielen, wenn ich mal wieder 100 Jahre zu verschenken habe, dann werde ich, also dann, sage ich dir, dann werde ich das hier auch in der fairen Variante gewinnen. Aber warum das jetzt nicht funktioniert, das ist schon wieder... Ja, es hat halt immer mal wieder so ein paar lustige Bugs, die ein bisschen seltsam sind. Das ist tatsächlich echt ein bisschen schwierig. So, wir müssen jetzt hier wieder hoch. Hier könnte ich, glaube ich, querfeld einreiten, genau. Gott sei mit dir, Heinrich. Und da kommt unser Gewinner. Beeindruckendes Rennen, Heinrich. Und auf einem Neuhofer Pferd. Ich muss wohl doch überdenken, wo ich meine Rösser erwerbe. Du wirst also bei Sora deine Pferde kaufen? Ich wäre verrückt, täte ich es nicht. Du hast mir den Wert ihrer Pferde bewiesen. Bitte überbring ihr die Nachricht und meine Grüße. Hab Dank, mein Herr. Ich überbringe ihr deine Nachricht. Puh, na das war doch schön. Jetzt muss ich ihr das Pferd zurückbringen. Na dann machen wir das jetzt gleich noch. Und dann können wir auch gleich noch die Trulla vom Neuhofer Bauern zum zweiten Mal ausrauben. Ist das nicht schön? Tja, tut mir leid, dass diese Quest jetzt so ein bisschen komisch lief. Da macht man so ein langes Aufwand und Gewese um die ganze Geschichte, nur um dann rauszufinden, dass es am Ende ja Elade ist. Weil es halt beim Laden verbuggt ist. Sehr schön. Na gut, aber da können wir der Dirne jetzt Adler nach ihren Truhenschlüssel besorgen. Da ist die Out glücklich und zufrieden. Das kann man schon mal machen, denke ich. So, sind wir schon da? Ja, bin ich jetzt schon da? Na, natürlich bin ich jetzt schon da. Mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen hier. Ja, ich habe ganz viele Aufgaben abgeschlossen. Ich bin jetzt... Dann hätte ich aber jetzt gerne eine Aufwertung meines Gauls. Oder die schenkt mir diesen geilen Sattel, der noch ein bisschen besser ist als der, den ich jetzt habe. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. So ist er. Ja. So, Zora, endlich mal wieder was abgeschlossen. Ey, das ist echt... Ich muss mal wieder ein paar Quests abschließen, so. Und danach muss ich mich mal um die Wilderer kümmern. So, Zora, hallo. Beim Pferderennen war einiges los. Es ist vorbei? Dann sag schnell, wie ist es gelaufen? Nicht gut. Es war furchtbar. Sora, mach dich aufs Schlimmste gefasst. Mutter Gottes, was soll ich bloß tun? Du wirst ab sofort richtig anpacken müssen. Herr Divisch möchte deine Pferde kaufen. Du Ratte! Ich sollte dir den Hals umdrehen. Solche Scherze macht man nicht mit Frauen meines Alters. Schön, dass du da bist. Glückwunsch, Sora. Hab Dank, Junge. Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Warte, ich weiß, du bekommst Geld. Den besten Sattel der ganzen Provinz. Okay. Smil ließ ihn in Kuttenberg anfertigen. Großartig, danke. Hab vielen Dank, Sora. Ich habe zu danken, Junge. Ein edler Sattel mit... Ja, siehste, den... Wie bringst du... Ich habe doch das Pferd zurückgebracht. Ich möchte ein... Gut, aber nur... Vielleicht ein anderes.
Und du hast es aber auch, jetzt löst es aber auch vom Lebendchen. Ich habe doch das Pferd gerade eben zurückgebracht. Es steht doch dort. So. Also, es gibt so Dinge. Ach, naja, egal. Ich bin doof, ich muss das erst vom Pferd holen. Ah, oh, das ist halt immer so ein bisschen umständlich. So, jetzt gucken wir mal. So, was kaufst du mir denn ab? Die kauft tatsächlich so ziemlich alles. Waffen kauft sie. Und ich hatte wieder kein Geld. Ja. So, aber das hier kann ich dir doch verkaufen. Pop, pop. Und jetzt ist die Frage, was habe ich denn? Edle Hufeisen habe ich schon drauf. Edles Zaumzeug habe ich, glaube ich, auch schon drauf. Naja, ja, ja. Es wird nicht besser. Lässt sich was am... Nun? Ja. So, und jetzt bin ich beim Reiten aufgestiegen. Ich bin in Heimlichkeit, kann ich auch noch was verteilen. Der Wagemutige, nachdem du ein Verbrechen begangen hast. Die geben die Suche schneller auf. Ach, du Brutus. Und dann haben wir das hier. Und beim Reiten, was gibt's denn da noch? Ist dein Pferd verletzt? Nee. Dein Pferd schon allgemein etwas weniger. Streitross. Dann machen wir halt das. Auch wenn das jetzt tatsächlich nicht so richtig was bringt. So. Ja, jetzt habe ich richtig Platz. Jetzt habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Platz auf dem Gaul. Das finde ich ganz nett. Was habe ich denn jetzt eigentlich hier drauf? Was hat denn mein Pferd? Das hat jetzt hier ein Zaumzeug. Edle Hufeisen und gewöhnliches Zaumzeug. Wir könnten eigentlich nochmal... Was hast du denn für gewöhn edles Zaumzeug? Was bringt das? Hm, 1200. Ritterzaumzeug, Haltbarkeit. Hm. Ich erkenne den Unterschied nicht. So, machen wir es kurz. Mir ist der Unterschied nicht ganz klar. Insofern, ja, dann ist es jetzt so. So, okay. Ich wollte jetzt im Questlog nachschauen. Das ist jetzt raus. Da können wir die Dirne wieder reinnehmen. Und jetzt schaue ich mal, wie das da unten aussieht. Hier, das ist doch mein Pferd. Schön, dass du da bist. Der Sattel sieht doch ganz geil aus, ehrlich gesagt. Kann man jetzt nichts sagen. Das ist nicht schlecht. Ich will nämlich mal was testen. Ich will mal gucken, ob die mich aus der Nacht noch erkennen. Oder ob das jetzt soweit aus meinem Bruder ist. So. Kann ja mal gucken gehen, wie hier die Lage ist. Also erkennen tut er mich nicht. Sehr schön. Okay, dann ich würde tatsächlich einfach wieder... Naja, wir machen das wieder so. Wir machen das wieder so. Wir warten da einfach mal in Ruhe ab und dann werden wir weiterschauen. Und dann schauen wir und harren. Das letzte Mal haben sie da schon schön geschlafen um die Zeit. So. Und es ist wieder Umziehzeit. Ich weiß, das nervt manchmal ein bisschen, aber ich möchte ja dann durchaus kein sinnloses Aufmerksamkeit auf mich ziehen. So. Hier muss ich hin. Weil nachts sieht das alles so komisch aus. Ja, Schlösser knacken. Ich könnte so raufschließen, aber man will es ja knacken.
Oh, hier gab es einen Ehestreit. Guck sie dir an, die beiden haben sich gezofft. Ach, die, guck mal, die guckt mir da genau in die Augen. So. Na, jetzt hat sie den. Na, das ist ja spannend. Na gut. Ich hab den hier draußen davon umgehauen. Ich muss leise machen. Hihi, so. Ach ja. Naja, das mit der Taschendieberei. Das ist auch sowas, das liegt dem guten Heinrich bei mir jetzt nicht so richtig da. Das ist jetzt einfach. So, na, das ist doch schön. Da können wir nämlich jetzt entspannt zur Waldschenke fahren und als nächstes kümmern wir uns mal um diese ganze Plündertruppe. Das ist meine nächste Mission. Aber dort können wir jetzt erstmal pennen. Bis zum nächsten Morgen. Dann können wir dort noch frühstücken. Na, es ist schon. Das ist schon nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Das machen wir so. Gut. Aber da jetzt gerade Nacht ist und es unten rumpelt, würde ich jetzt spontan sagen, ich hau mich jetzt ins Bett, das speichert automatisch. Dann kann ich auch wieder die Truhe aufknackern, das ist auch schön. Wie sieht es denn nur eigentlich aus mit meinen Truhenfähigkeiten? Wie weit muss ich denn noch Schlösser knacken? Ah, guck mal, läuft. 14 ist okay. Die 14 ist doch schon eine gute Richtung. Wie geht es dir, Heinrich? Quatsch mich nicht an. Warum kommen die hier nachts immer alle... So, wieder ein. Warum bist du eigentlich gerade in mein Zimmer gegangen? Bist du bescheuert? Heinrich, schön, dass du da bist. Das weiß ich, das ist schön, dass ich da bin, aber... Ja, auf jeden Fall, ich schmeiße mich jetzt zu Bette. Das ist für euch die Chance, jetzt auszuschalten, denn das war's wieder mit der Folge. Auch wenn das Rennen ein bisschen anders gelaufen ist, als ich mir das so vorgestellt habe. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber mit dem Bug konnte ich nicht rechnen. Und jetzt nochmal von hier an zu spielen, ist mir dann auch zu doof. Ja, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen zu schauen, wo die Mühle ist. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Ja, und beim nächsten Mal geht's weiter. Dann schließen wir auch mal diese Quest mit der Dunne ab. Und dann geht's an die Wilderer. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.